Schon lange vor dem russischen Überfall, vor 2 Jahren, musste die Ukraine um ihre Eigenständigkeit kämpfen. Im Winter 2014 demonstrierten viele Menschen gegen eine enge Bindung an Russland an. Die Massenproteste eskalierten, es kam zu Toten und am Ende verlor die pro-russische Regierung die Macht. Die Opfer von damals stehen heute, 10 Jahre später, im Zentrum des Gedenkens. In Kiew erinnern viele Menschen heute an die himmlische Hundertschaft. So nennen sie die mehr als 100 Männer und Frauen, die vor 10 Jahren ums Leben kamen, weil sie für Unabhängigkeit und eine Anbindung an die EU demonstrierten. Gegen Korruption und Russlands Einfluss. Maidan. Der Maidan war der Punkt der Veränderung in der ukrainischen Geschichte. Hin zu europäischer Integration und mehr Demokratie. 10 Jahre kämpfen wir schon dafür. Als der korrupte Präsident Janukowitsch sich auf den Druck Russlands hin weigert, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterschreiben, bringt das im November 2013 zunächst vor allem junge Menschen auf die Straße. Die damalige ukrainische Regierung will die Proteste mit Gewalt niederschlagen. Die Lage eskaliert. Im Februar 2014 lässt die Regierung auf die eigene Bevölkerung schießen. Kurz darauf besetzen russische Soldaten die ukrainische Halbinsel Krim und entfachen einen Krieg im Osten der Ukraine. Für Menschenrechtsanwältin Oleksandra Matwitschuk markieren die Maidan-Proteste den Beginn des Krieges. Wenn die internationale Gemeinschaft konsequent auf die Besetzung der Regionen Krim, Luhansk und Donetsk reagiert hätte, würde es diesen großen Krieg einfach nicht geben. Denn solange so etwas ungestraft bleibt, wächst der Appetit der Aggressoren, weil man ihnen nicht auf die Hände geschlagen hat. Noch immer verteidigt sich die Ukraine gegen Russland. Angesichts der extrem schwierigen Lage an der Front hoffen Ukrainerinnen und Ukrainer auf mehr Unterstützung aus dem Westen. Ein Beitrag meines Kollegen Vassili Golot. 10 Jahre Maidan. Ist das für die Menschen in der Ukraine eher ein Tag des Feierns oder ein Tag der Trauer? Es ist vor allem ein Tag des Gedenkens. Die Menschen erinnern sich an diejenigen, die damals auf dem Maidan waren, die damals für Freiheit demonstriert waren, gegen Korruption, gegen den russischen Einfluss und die damals von ihrer eigenen Regierung angegriffen wurden und die damals ums Leben gekommen sind. Es ist aber auch gemischt mit der gegenwärtigen Situation. Es ist nicht nur ein Erinnern an die himmlische Hundertschaft, es ist heute auch ein Gedenken an diejenigen, die seit dem Beginn des Krieges, also seit 10 Jahren im Krieg gegen Russland, ihr Leben verloren haben. Einige Meter von mir entfernt sind Fähnchen aufgestellt für getötete Soldaten in dem Krieg, der jetzt schon 2 Jahre andauert, der große, vollumfängliche Krieg. Und das sind Tausende, wenn nicht Zehntausende, und sie bilden nur einen Teil dessen ab, was dieser Krieg bedeutet. Er bedeutet sehr, sehr viel Tod und sehr, sehr viel Leid für das Land. In Ihrem Beitrag hören wir eine Menschenrechtsaktivistin, die sagt, der Westen hätte mehr tun sollen nach der Besetzung der Krim durch Russland. Was hätte das sein können? Russland hat einem souveränen, demokratischen Staat ein Stück Land weggenommen, hat es einfach für sein eigenes Staatsgebiet erklärt, illegal. Und die Reaktion war unter anderem in Deutschland, dass man trotzdem wirtschaftliche Beziehungen fortsetzt, dass man den Bau der Nord Stream 2 Pipeline fortsetzt, dass man politisch die Beziehungen so pflegt wie zuvor auch. Ja, es gab einige Sanktionen, aber nicht in der Schärfe, die es gebraucht hätte, angesichts der Tatsache, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Prozess handelte. Und das ist das, wo viele Menschen in der Ukraine sehr, sehr lange mit Unverständnis viele Jahre nach Deutschland geguckt haben und gesagt haben, warum hört ihr uns nicht zu, warum helft ihr uns nicht, warum glaubt ihr uns nicht, dass wir den europäischen Weg, den demokratischen Weg einschlagen wollen und unser Nachbarland eine Diktatur ist, die auf Gewalt setzt und die auch keine Grenzen kennt. Heute ist das anders. Der Westen unterstützt spätestens nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine mit vielen Milliarden den Kampf gegen Russland. Und es scheint trotzdem nicht zu reichen. Ein großes Manko scheint der Munitionsmangel zu sein. Warum funktioniert der Nachschub nicht?
Das liegt erstens daran, dass Russland die eigene Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Also Russland produziert selbst massiv für diesen Krieg. Russland bekommt aber auch Unterstützung aus Nordkorea unter anderem und Iran. Die Ukraine bekommt auch Unterstützung, unter anderem aus Deutschland und von anderen Staaten. Aber Artilleriemunition ist eben eine Sache, bei der es viel Unterstützung braucht. Die eine klemmt in den USA, da werden Hilfen verzögert. Und bei dem anderen braucht es jetzt vielleicht mehr Zeichen. Dänemark hat sich ja gerade erst auf der Münchner Sicherheitskonferenz dazu bereit erklärt, die gesamte eigene Artilleriemunition an die Ukraine zu spenden. Tschechien hat auch gesagt, es gibt auf dem Markt sehr, sehr viel Artilleriemunition, aber dafür braucht es Geld. Man müsse Partner suchen und die kaufen. Unter anderem ist Tschechien da auch auf Deutschland zugekommen. Also es gibt durchaus Bewegung, aber Russland ist eben ein großer Gegner aus ukrainischer Sicht, der einen massiven, vollumfänglichen Krieg führt. Sie haben es gerade schon angedeutet, die Unterstützung für die Ukraine, die könnte wackeln, vor allem wenn man Richtung USA schaut. Was ist aus Ihrer Sicht das Worst-Case-Szenario, wenn diese Unterstützung ausbliebe? Die Folgen sind ja in Teilen schon jetzt spürbar. Russland hat Avdiivka, die Stadt, eingenommen, die schon seit fast 10 Jahren Frontstadt war, in der Nähe von Donetsk. Das ist auch deswegen gelungen, weil Russland einen großen Vorteil im Bereich Artillerie hat. Wenn russische Soldaten 6 bis 7 Mal schießen können, dann kann die Ukraine nur etwa 1 Mal antworten. Das Worst-Case-Szenario wäre, dass sehr, sehr viel mehr Menschen sterben, dass Russland weiter vorrückt, dass Russland weiter ukrainisches Staatsgebiet besetzt, dort die Menschen terrorisiert. Und wir haben für unseren aktuellen Film, für die Dokumentation 10 Jahre Krieg, mit einem Mann gesprochen, der sagte, wenn Russland das Ende des Zweiten Weltkriegs feiert, dann steht dort auf den Fahrzeugen nicht nach Kiew, sondern nach Berlin. Sie haben diese Dokumentation schon angesprochen, die Sie gedreht haben mit Ihrer Kollegin Birgit Firnig. Da haben Sie eine Bilanz gezogen. Ich will mal fragen, wie hat sich die ukrainische Gesellschaft in den letzten 10 Jahren denn verändert? Was haben Sie da rausgefunden? Die ukrainische Gesellschaft ist stärker geworden, sie ist resilienter geworden. Das ist das Unmittelbare, was der Krieg gebracht hat, neben dem gesamten Leid. Die ukrainische Gesellschaft ist aber auch zu einer Einheit gewachsen. Das Land war über viele Jahre uneinig, hat in verschiedene Richtungen gestrebt. Spätestens seit dem 24. Februar 2022 ist der großen Mehrheit im Land bewusst geworden, was Russland will. Es ist nämlich keine freie Ukraine als Nachbarstaat, sondern es ist eine Zerstörung des ukrainischen Staates, eine Vernichtung des Staates, den Russland eben nicht anerkennt. Und es ist sehr bemerkenswert, die verschiedenen Charaktere zu sehen, wie beispielsweise den Rapper Yarmak, der vor 10 Jahren hier auf dem Maidan stand, den damaligen korrupten Präsidenten Viktor Janukowitsch im symbolischen Sinne gefeuert hat. Und dieser junge Mann ist jetzt an der Front und sagt, er kämpft dort, damit seine kleine Tochter nicht Angst haben muss, dass Raketen und Drohnen nachts ihr Haus treffen. Wassily Golod, vielen Dank nach Kiew.